komische menschliche Weib? Ja, wir sind da. beim besten Metal Gear auf der ganzen Welt. Ja, das ist auch richtig viel. Na? Anders macht wie Metal Gear. Es klaut nicht die Levels oder so. Ja, die Warnung müssen wir jetzt auf jeden Fall auch einbauen. Ja. Wieso? Weil, ja, dass die Leute das wissen. also muss dazu sagen, wir spielen Metal Gear seit PlayStation 1. Ja, ja? Das ist fett war. Richtig. Ich habe persönlich keinen Teil ausgelassen, außer Ground Zeroes. Ja, das war's. Den neuen hast du, glaube ich, nicht gespielt. Ja, und die auf der PS Vita, die habe ich auch nicht gezockt. So. Die kam ja eh später für die Konsole. Ja, aber ansonsten habe ich alle Metal Gear gezockt. Und damit meine ich auch den einen, wo du da nur Raiden spielst, als Super Samurai. Ja. Und ansonsten alle anderen. So. Und wie war Ground Zeroes so? Erst gegen Schluss hat es ein bisschen Feeling gehabt von Metal Gear. Ja. Und jetzt kommt ein Spiel raus, das nennt sich Metal Gear Survive. Und es hat so viel mit den alten Metal Gears zu tun wie, weiß ich nicht, Minecraft mit SimCity oder sowas. Keine Ahnung. aber nennt sich trotzdem Metal Gear. Und warum? Weil es Konami ist. Ja, wie schlachten wir die Serie noch aus ohne Kojima? Richtig. Wie macht man einen ehemals glorreichen Namen, der für eine spannende Story und mehr Zuschaueranteil wie Spielanteil wie macht man sowas kaputt? Man nehme Survive. Schlimm ist auch, die haben die Map. Die gibt's. Die sieht, glaube ich, genauso aus im Zero. Mhm. Ja. Ja, das ist total traurig, ja. Die haben so ein bisschen Schatten hingemacht und halt ein bisschen mehr Gerüste, weißt du, dieses kaputte. Aber das ist genauso da. Das ist voll gut. Ich meine, du bist ja jetzt in einem Paralleluniversum, ne? Ja, ich weiß, aber trotzdem. Nee, trotzdem. Das hätten sich ein bisschen Mühe geben können. Wo ich das schon gehört habe, im Paralleluniversum hat es bei mir alles. Da war mir alles vorbei. Sagen wir so, die Serie war eh schon immer gaga. Ja, aber mit Paralleluniversum, das ist eine ganz andere Dimension von gaga. Weißt du, was ich meine? Du meinst auch die Zombies mit dem Diamantenkopf. Ja, richtig. Die sehen richtig cool aus. Ja. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wenn das wenigstens eine plausible Begründung wäre, weißt du, was ich meine? Mhm. Keine Ahnung, es gab ja schon damals hier bei, wo ich schon die Gegner sehe, kann ich kotzen. Die sind richtig nervig. Ja. Die kannst du eigentlich nur eine Füße zu Fall bringen. Okay. Weil beim Anmeldung war es auch schon hier mit Nanobots und so Zeug. Ja. Ne? Dass du dann mit Nanobots andere Menschen kontrollieren kannst. Sowas hätten sie doch machen können, weißt du. Und dann werden da jetzt die Menschen kontrolliert mit Nanobots. Und deswegen gehen die auf Horden auf dich zu und das sorgt dann halt auch für irgendwelche Missbildungen oder so. Keine Ahnung, weil der Körper versucht, die abzustoßen. Ich weiß es nicht. Ne? Nein. Paralleluniversum. Und die haben scheiß Diamant auf dem verfickten Kopf. Cool. Warum? Weil sie gut brennen. Ne. Ich muss mich auch nicht reinspielen. Wo ich es angefangen habe zu spielen, ich dachte, was für eine Grütze. Da muss ich auch langsam so das Zeug bauen und. Da kommt noch mehr. Ich weiß. Aber das ist halt echt. Ich mag das nicht, dieses Grinden zum Verteidigen. Das ist irgendwie. Das ist sinnbefreit. Ich hatte so einen Survive-Modus. Das hätte am besten gefallen, wenn ich Machete. Weißt du, wenn du da wenigstens vielleicht noch hier dann Raiden wärst oder so, weißt du? Wo abgeschwichtnissel. Ja. Und dich durch die Horden metzelst oder sowas. Keine Ahnung. Ich sag selbst das. Ich weiß gar nicht gerade, wie das heißt. Metal Gear Rising? Nee. Revengeance? Nein, ich weiß nicht. Wo du Raiden spielst. Mhm. Auf den Turm. Hm? Auf den Wasser. Da, wo du als Ninja spielst. Das in diesem Trainings. Nee. Das war's. Weiß nicht, da. Die Demo haben doch einmal gezockt, wo du den Baum niedergeschnetzelt hast und so.
Ah, du meinst das? Mhm. Mit diesen riesigen. Mhm. Sebob. Wenn er denn so wenigstens spielen würde, weiß ich mal. Mhm. Das war wenigstens ein bisschen cool. Und selbst das Spiel hatte mehr Story, als das wahrscheinlich eine Story hat. Ich denke mal, das ist halt dieses Crafting zum Verteidigen. Mhm. Wow. Zu zweit könnte es bestimmt ganz so witzig sein, aber allein ist es so. Gerade so geschafft. Ja. Aber du kannst ja keine Türme basteln oder sowas. Du brauchst halt Materialien dazu. Hm. Okay. Du musst das Zeug sammeln und dann musst du irgendwie lernen und dann kannst du bauen. Hm. Okay. Walker Gear bevorraten. Okay. Siehst du, da war gerade der Geschützturm. Hm. Okay. Krass, oh shit. Das soll wahrscheinlich ein Metall brauchst, Töpfe sammeln musst und so. Mm. Das ist also nach einer Mission, mhm, gehst du wieder zurück und dann bist du wie in so einem Hauptding und da kannst du ein Zeug bauen und dann musst du wieder auf eine Mission gehen. Okay. Also das ist nicht so Open World mäßig, wie ich gedacht habe, mhm, sondern schon immer so abschnittmäßig wie bei Metal Gear, mhm, Zero. Meinst du, das haben die gemacht wegen... Wow, welche Spiele sind so ähnlich? Fällt gerade gar an. Mir fällt gerade gar kein Spiel an, das ähnlich ist. Mir fällt gerade das Fortnite ein, das Standardspiel. Ja, aber das zockst halt gegen andere noch, ne? Aber das baut nee, auch so ähnlich auf. Das Standardspiel, also nicht das, wo sie jetzt gerade pusht wie blöd, sondern das anfangs. Okay. Da war auch, du bist sofort, grindest wie bescheuert, wo man schon so Zombies verteidigen. Stimmt, ja. Stimmt. Und so ist das ja auch, ne? Ja. Krasser Shit. Super toll. Ich weiß. Ich habe sowieso gewusst, dass ich verkacke. Okay. Deswegen habe ich einfach mal hingebaut. Ja, da konnte ich jetzt nicht so einen Turm basteln. Da hat wahrscheinlich Material gefehlt oder wie? Mhm. Da muss ich rausgehen Ich habe davor auch schon mal einen Turm gebaut gehabt. Dann habe ich gedacht, der bleibt stehen. Mhm. Nein. Wenn die Welle vorbei ist, ist der Turm auch weg und ich hatte ihn nicht benutzt. Das war dann so. Oh. Gut. Das Gute ist, wenn du Pfeile benutzt, die kannst du wieder einsammeln. Mm, okay. Also sie haben schon ein bisschen so drauf geachtet. Dass also vom Ding her ist eigentlich okay, wie sie spielt, aber es ist halt... Weiß nicht, alleine macht halt irgendwie... Wenn es nicht Metal Gear heißen würde, wäre es halb so schlimm. Ja. Oder ein anderes Szenario. Hm. Ja, realistisch ist. Nicht mit Diamantenschädel. Was passiert denn da auf der Map so? Da hätte ich wahrscheinlich hin müssen. Aber ich wollte meinen Turm verteidigen. Du wirst dabei. Ich weiß. Du musst halt echt alles bauen. Leben. Ich will zu viel Arbeit alleine. Jetzt kommen wir von da, wo ich nichts hingebaut habe. Ist doch gut. Da. Ist cool, der ist voll gepanzert. Vor 5 Meter Bogen nicht weiter. Doch, es gab gibt so eine Stelle, wo du frisch. Ja, ich sehe es. Sack. Voll fies. Siehst du? Da liegen sie rum. Mhm. Oh ja, zum Glück muss man sie alle einzeln aufheben. So 96 und du alles einzeln aufheben musst. Das ist immer so ein Puffer, wenn du den abknallst. Das Problem war, jetzt kommen die ganzen Penner. Weil die explodieren, weißt du? Die.
Also nicht der Turm, sondern die... Die Viecher halt. Ja. Theoretisch ist es so ein bisschen Multiplayer, was ich von Metal Gear Zero und Standardspiel so in einem. Ach so. Ich habe in einem Video gesehen, wie sie das kaputt gemacht haben, aber irgendwie. Bäh. Hm. Wahrscheinlich muss ich drauf schießen, aber. Hm. Ohne Munition, nichts, glaube ich. Hm. Sie können alles kaputt machen, die Fässer und dann kriegst du da Zeug. Und wenn jetzt in Zero reingehst, siehst du genau, also die einzelnen Gebäude, das da hinten ist da. Also ist alles so da. Okay. Was halt, das ist neu. Okay. Ich verstehe es doch. Ja. 22. Ich bin gespannt, ob sich überhaupt so viele kaufen oder ob es eine Totgeburt ist. Hier so Kisten, da kannst du auch trainieren, wenn du jetzt Waffen aufrüstest. Ja. Kannst du Gegner sowieso Puppen herholen, da kannst du die abschlachten, gucken, wie es sich verändert. Gut. Wenigstens mal was anderes zum Menü auswählen, in dem du rumläufst. Ich hätte es ein bisschen cool, wäre cooler, wenn es eine Basis oder so wäre. Hm. Nicht so ein langweiliges, weißes Ding. Ich glaube halt die Machete auf, weil ich die am coolsten fand. Okay. Weil er wahrscheinlich auf agiler. Ja. Weil am Anfang ist einfach nur so ein... Ha, läuft doch. Teste. Das ist ganz gerade der Schritt ist jetzt neu. Der Seitenschritt. Du kannst auch verschiedene Waffen aus, du kannst auch Äxte, okay. Dann bist du halt langsamer. Aber halt stärker, aber langsamer halt. Ja. Was ist das denn da, die ganzen Lockbänke? Dann muss ich das Zeug wieder reparieren, das ist ein Schrott. Ja, muss auch drauf achten, auf Haltbarkeit, da geht es. Ja. Okay. Das ist halt ein bisschen nervig. So für die Leute, wo auf so Zeug stehen, auf dieses Grinden und ist es cool. Es spielt sich auch cool. Ja. Aber, nee, meinst du es nicht so? Ich mag das auch nicht mehr so. Früher haben wir das nicht so viel ausgemacht, aber mittlerweile ist also, du musst halt überall grind bei. Ich weiß, Spiel. Das Schlimme ist, du musst ja echt in jedem verfickten Spiel. Ja. Die einzigen Spiele, wo du nicht grinden musst, ist klar Rocket League. Und FIFA oder sowas. Ja, das ist Story. Standard. Ja, aber da gibt's ja kaum noch welche. Uncharted musst du nicht grinden. Hä? Uncharted musst du nicht grinden. Ja. Gut, also dann war's da eigentlich soweit, oder? Jupp. Und von dem her würde ich sagen, es geht's nicht. So, bis zum nächsten Mal. Bei, naja, Metal Gear Survive nicht, aber
Bei einem anderen Spiel. Bis dann. Ciao.